In der Ringer Hochburg Eisleben spricht man in dieser Woche so ein Mischmasch aus Mansfeldisch-Englisch. 20 Nachwuchstalente aus Washington State, also im äußersten Nordwesten der USA, sind für eine Woche zu Gast beim KAV Eisleben. Intensive Trainingseinheiten und Wettkämpfe stehen an. Aber neben all diesen sportlichen Belangen ist das doch auch mal wieder eine schöne Geste in Zeiten, in denen viel über die deutsch-amerikanische Freundschaft debattiert wird. Hier stehen sie dann und können erstmal nicht anders, als zu fotografieren. Luther, der große Reformator. Ein Stadtrundgang durch seine Geburtsstadt, zwischen zwei Trainingseinheiten. Es ist eine sprichwörtliche Riesengeschichte für die US-Boys aus Washington State, sagt ihr Teammanager Sean Williams. Bevor wir herkamen, habe ich ihnen viel erzählt über den Geburtsort Luthers und die Bedeutung für die protestantische Kirche. Beim Stadtrundgang haben wir dann noch viele neue Dinge über die Geschichte Eislebens erfahren. And today when we went on the city tour, we learned some very new and interesting things about the history of this town. Sean Williams stammt aus Südafrika. 2004 war er, damals noch gut halb so schwer, bei den Olympischen Spielen dabei. Zustande gekommen ist die gemeinsame Ringerwoche durch gute Kontakte zu Ex-Bundestrainer Sven Thiele. Zum zweiten gemeinsamen Training erscheint dann sogar der amerikanische Generalkonsul persönlich in der Glückaufhalle. Schon ein kleiner Brückenschlag in Zeiten, in denen ziemlich intensiv um das deutsch-amerikanische Verhältnis gerungen wird. Diese Beispiel ist die Grundlage von den Beziehungen zwischen unseren zwei Ländern. Deswegen freut mich hier zu sein und ich sehe es ein tolles Beispiel von Freundschaft zwischen Deutschland und den USA. Beim großen Vergleichswettkampf am Samstag geht es dann sicher nicht mehr ganz so freundschaftlich zur Sache. Ringen, das in den USA wirklich Wrestling heißt, ist eine hochgeförderte College-Sportart. Man spricht von 1 Million aktiven Ringern in den USA und über die Colleges werden ganz viele Ringer dort unterstützt und sie machen ihr Studium, können gleichzeitig trainieren und damit sind sie sehr stark und im internationalen Vergleich haben sie einen unheimlichen Sprung nach vorne gemacht. Zudem ist der amerikanische Kampfstil auch ein anderer, direkter, physischer, härter und weniger technisch. Also die trainieren bestimmt auch speziell noch mehr im Kraftraum und noch mal die spezifischen Techniken stehen alle ein bisschen tiefer. Und da sind die Deutschen schon technisch ein bisschen versierter. Und die Amerikaner machen es wirklich mit ihrer bulligen Art, dass sie manche Techniken ohne Kompromiss durchziehen. Ich glaube, es kann ein gutes Match werden am Samstag. Ich habe hier sehr viele starke Jungs gesehen. Es wird wirklich spannend, gerade wegen unserer verschiedenen Kampfstile. Auf jeden Fall wird es eine schöne Werbung für den Sport und für die deutsch-amerikanische Freundschaft. Auf Ringerebene bedarf sie jedenfalls keiner Reformation.